kriegt ihr halt wirklich richtig schnell die Risikonummer rein. Happy Birthday to you. Die Hausverwaltung hat uns gerade angerufen und die meinten, dass, wenn wir Glück haben, wir sogar schon zum 1.4. rauskommen. Guten Morning und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin schon fleißig dabei und jogge. Und es ist auch echt immer schön bei gutem Wetter, also vor allem auch Hafen, Speicherstadt. Ist halt mega schön, um eigentlich joggen zu gehen, aber für Sam halt nicht gut, weil es halt nicht interessant ist. Hier ist viel zu wenig Rasen, deswegen lasse ich ihn da zu Hause, sondern nehme ihn nur mit, wenn ich am See joggen gehe. Und jetzt renne ich mal weiter. Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ich habe jetzt geduscht und mein Make-up gemacht und ich zeige euch jetzt mal, weil zuletzt die ganze Zeit immer Fragen kamen, wie ich meine Haare mache und wie ich das Volumen reinbekomme. Also jetzt ist quasi nichts damit gemacht. Ich habe jetzt auch nach dem Sport nicht gewaschen oder so. Ich zeige euch jetzt wirklich so ganz normalen Hair Day. Ich habe natürlich einmal Hitzeschutz reingemacht, das ist ganz wichtig. Hier habe ich einfach den aus der Drogerie genutzt. Aber passt auf, der macht die Haare echt fettig. Der ist bei mir gerade auch wieder ausgelaufen. Also den würde ich mir nicht nochmal nachkaufen, aber er ist in Ordnung. Aber ihr wisst, ich brauche gerade alles auf, also so viel wie möglich. Und deswegen benutze ich auch Produkte, die ich vielleicht nicht so gut finde. Jetzt nehme ich einen Lockenstab. Das ist hier einer von T3. Ich weiß jetzt nicht genau den Durchmesser, aber ihr seht es ungefähr. Also die Dicke ist es. Ich habe meine Haare jetzt hier einmal abgetrennt. Also ich mache das immer in zwei Partien. Und dann nehme ich einmal die eine Strähne und drehe die in die Richtung. Das ist halt das Wichtige für das Volumen. Die andere Strähne nehme ich und drehe sie in die andere Richtung. Also so rum. Und ich setze es auch bis nach oben hin, damit bis zum Ansatz quasi das Volumen vorhanden ist. Und lasse die dann immer so rausfallen, damit die Locke halt nicht kaputt geht. Und hier wie gesagt wieder in die andere Richtung, also nach hinten drehen. Und die nächste Strähne wieder nach vorne drehen. Und das mache ich im Wechsel jetzt einmal komplett unten die Haare durch. Und jetzt, wenn ich durch bin, lasse ich hier die Haare einmal runter, kämme mir den Scheitel, den ich haben will. Und jetzt ist das Wichtige, finde ich jedenfalls, weil ich das oben nicht zu wüst mag, sondern ich mag es dann eher, wenn es geordnet aussieht. Und wichtig ist halt, dass man von unten diese Fülle in die Haare bekommt. Hier drehe ich jetzt die Haare nur nach hinten. Denn so sind sie aus dem Gesicht weg. Das mag ich persönlich lieber. Ich weiß, einige mögen das auch mehr ins Gesicht. Aber ich finde, dass das dann dieses Volumen halt gibt, was ich immer habe. Das heißt, hier die nächste Strähne auch wieder alles nach hinten in dieselbe Richtung drehen. Dass die ganzen oberen Haare, also die Deckhaare, komplett in eine Richtung gedreht werden. Vorne hier die Haare nehme ich auch ganz normal und drehe die auch so nach außen hin. So sieht das Ganze jetzt erstmal mal aus. Ich nehme jetzt noch mein Trockenshampoo. Das ist das Volumen-Trockenshampoo von Batiste. Und das gebe ich jetzt, auch wenn mein Ansatz halt fertig ist, weil ich gerade hier schon ein bisschen Sport gemacht habe, einmal hier oben entlang, aber auch hier überall an den Seiten, also an den Ansatz vorne entlang, wo ich halt Volumen haben möchte. Lasse ich jetzt alles nochmal so ganz leicht einwirken und dann gehe ich mit dem Kamm durch, beziehungsweise einer Bürste. In der Zeit nehme ich einfach nochmal ein Haaröl, das brauche ich auch gerade auf, von Kérastase, würde ich mir aber auch nicht nochmal nachkaufen. Also ist jetzt nicht so vom Preis-Leistungs-Verhältnis, dass ich gesagt hätte, oha, kaufe ich mir unbedingt nach. Sondern es ist gerade eher so, ich will das einfach nur aufbrauchen. Weil ich finde, die Haare sehen nach dem Lockenstab einfach ein bisschen trocken aus. Und deswegen mag ich das immer ganz gerne, hier einfach nochmal so ein bisschen Öl in die Spitzen und auch in die Längen zu geben. Dann fange ich unten an, die Haare mit meiner Bürste durchzukämmen. Ich habe hier die, jetzt sind hier schon ein paar dran, die Herkules-Bürste. Die nutze ich halt immer richtig gerne. Und ich finde, nachdem man die Haare gelockt hat und die dann kämmt, kommt dann halt auch nochmal dieses Volumen in die Haare. Und sie sehen halt nicht so enge Lockenkringelmäßig aus. So, das ist jetzt nach dem Kämmen. Also ihr seht schon, man hat automatisch durch diese ganzen Locken, durch das Trockenshampoo hier schon Volumen mit drin. Was ich ja immer mache als Trick, ich gebe, ihr seht, man kriegt hier halt wirklich richtig schnell dieses Volumen rein durch das Trockenshampoo. Ich gehe ja meistens durch die Haare und mache den. Seht ihr? Mal nochmal.
Das ist so mein typischer Move. Also hier die Locken, das Volumen fängt halt so weit oben an, weil wir die Locken schon so weit oben angesetzt haben. Und der Move, der zack, hopp, boom. That's it. Also was ich euch auch immer noch empfehlen kann, wenn ihr jetzt nicht so leichtere Haare habt. In der Drogerie gibt es von Kristen S. Softshine Beach Wave Spray. Nehme ich jetzt nicht für Beach Waves, sondern nehme ich tatsächlich auch für das Volumen im Ansatz und sprühe mir das auch so oben lang. Riecht halt auch richtig gut und hier seht ihr jetzt schon mal den Effekt. Also das gibt halt nochmal richtig Volumen. Aber ich glaube, der Haupttrick, den ich mache, ich trage halt ja meistens keinen richtigen Mittelscheitel, sondern ich mache wirklich immer, oh, da hing noch eine Strähne, die nicht richtig durchgekämmt war. Ich mache wirklich immer den. Und dadurch ist immer dieses Volumen in den Haaren. Okay, wow, ich habe gerade eine Story auf Instagram hochgeladen und ihr habt mich zu diesem Shirt hier gelöchert. Ich finde die Farbe halt auch mega nice. Vor allem passt es jetzt perfekt zum Frühling und das ist auf jeden Fall in der Infobox verlinkt, weil ich weiß, dass ihr hier genauso danach fragen werdet. Ist von Armed Angels. Tatsächlich auch mein gesamtes Outfit, denn die Jeans habe ich jetzt nämlich tatsächlich auch recht neu. Ich mag das im Frühling halt richtig gerne mit den Mom Jeans und die passt mir tatsächlich endlich mal perfekt, denn bei Armed Angels haben die meine Größe. Ich trage ja immer 27-34 und normalerweise sind Mom Jeans so richtig Hochwasser und die sitzt wirklich perfekt und auch von der Farbe mag ich das im Frühling immer gerne. Wir haben übrigens auch einen 15% Rabattcode, also falls ihr bei Armed Angels bestellen wollt, 15% Rabatt sind auch nochmal in der Infobox verlinkt und bekommt ihr auch auf die ganze Website. Der Rabattcode geht halt nur nicht, wenn ihr den Warenkorb voll mit Sale-Artikeln habt, aber das Shirt hier heißt Talia und ist in der Größe M. Und die Jeans hatte ich euch ja eben schon gesagt, ich trage immer Größe 27, Länge 34. Und die Jeans heißt Myra. Und übrigens ein richtig guter Tipp, wenn ihr den CO2-Fußabdruck verkleinern wollt. Wascht eure Jeans nicht zu oft. Also es reicht ganz oft aus, wenn ihr die an die frische Luft legt und ein bisschen auslüften lasst. Und wenn ihr die Jeans tatsächlich dann wascht, dann versucht auf jeden Fall auf Bleichmittel zu verzichten. Am besten auch auf Weichspüler. Und benutzt am besten auch ein sanftes Waschmittel, vielleicht für farbige Wäsche oder empfindliche Wäsche. Und dann sollte eure Jeans eigentlich auch ganz gut halten. Und Phil? Auch ein Outfit von Armed Angels. Das ist die Ayotapa-Hose in 32-34. Und ich finde gerade jetzt so für die kommende Jahreszeit, finde ich, sind hellere Hosen einfach cooler. Da passt es ganz gut. Und dann habe ich noch das T-Shirt. Das ist das Marcos-T-Shirt in Größe L. Und ihr kennt mich ja, ich trage gerne mal so lockere T-Shirts. Und noch eine Kleinigkeit zu der Jeanshose. Man weiß ja, wenn Männer Wäsche machen, ist das ja immer so ein Thema. Achtet auf jeden Fall darauf, was in dem Care-Label steht. Und macht die Hose auf links. Tut mir den Gefallen, bitte. Das Ganze ist ja Detox-Denim. Das heißt 0% Pestizide, keine Schwermetalle und 0% Chlor. Also kein Bleichmittel. Also 100% Detox Denim. Und wenn ihr auch Bock habt, euch was bei Armed Angels zu gönnen, schaut in der Infobox vorbei, denn es gibt 15% Rabatt. Und falls ihr eine Beziehungskrise mit eurer Jeans haben solltet, dann gibt es bei Armed Angels auch einen Reparaturratgeber. Dann könnt ihr eurer Jeans theoretisch eine zweite Chance geben. Bei uns ist aber alles gut, ne? Ja. Ich hatte hier gerade noch das Etikett abgemacht. Wir haben hier nämlich auch noch eine Cap. Jenas Bold in Night Sky. Und die ziehe ich jetzt auf. Die Sonne ballert hier heute extrem. Ich will mich aber nicht beschweren. Es ist echt schönes Wetter. Und in einer neuen Wohnung können wir das schöne Wetter gebrauchen. Und wir haben übrigens heute, das wäre so krass, wenn das so klappt, denn die Hausverwaltung hat uns gerade angerufen. Und die meinten, dass, wenn wir Glück haben, wir sogar schon zum 1.4. rauskommen. Was perfekt wäre. Aber mega früh, um ehrlich zu sein. Also wir würden uns einfach heftig stressen, wenn das der Fall ist. Weil wir dann einfach nur 15 Tage für den Umzug haben. Ja, danke. Nice aus. Aber ich habe nämlich einen Nachbarn-Wasserschaden. Ich weiß auch nicht, die Nachbarn haben hier andauernd Wasserschäden in der Wohnung. Und bei uns war ja auch erst die Vermutung, weil die Heizung ja durchballert, dass hier ein Wasserschaden ist. Aber bei uns wurde jetzt keiner festgestellt. Aber dadurch, dass der Nachbar Wasserschaden hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der hier erstmal zwischendurch in die Wohnung kommt, wenn sein Schaden repariert werden muss. Und dann kommen wir früher raus. Das wäre einfach wirklich Fügung des Schicksals. Eine super Ersparnis halt auch für uns, weil das sonst echt auch ein bisschen doll wird. Ja, das stimmt. Vor allem jetzt so kurzfristig alles. Das ist halt, das kommt halt dazu. Wir dachten, beim Umzug haben wir mehr Zeit, uns darauf vorzubereiten. Ja, überleg mal, als wir über das Thema Wohnung gesprochen haben, wir haben ja angefangen, uns Wohnungen anzugucken, weil wir gesagt haben, es ist auf jeden Fall relevant, wir müssen das machen, wir kommen da nicht drum herum. Und wir schauen jetzt einfach mal ganz in Ruhe
und hatten ja auch schon Objekte, die uns gefallen haben. Ihr wisst das ja schon aus den letzten Vlogs. Und plötzlich, bumm, hat's geklappt. Und plötzlich wirklich so, ja, in 2 Wochen könnt ihr einziehen. Und auch noch, dass in dem Moment, das hatte ich ja auch schon gesagt, der andere Makler angerufen hat und auch meinte, ja, ihr könnt die Wohnung auch haben. Also plötzlich waren gefühlt alle am Telefon, meinten so, ihr könnt die Wohnung, also wir hätten jetzt theoretisch gefühlt 5 Wohnungen mieten können. Das ist so komisch einfach und so krass, weil da habe ich gestern auch mit meiner Mama telefoniert und gesagt, es soll irgendwie so sein, ne? Ja. Hätten wir diese Wohnung nicht angeguckt und wir haben uns ja wirklich sofort in diese Wohnung verliebt, hätten wir die andere Wohnung genommen, die wir ja jetzt auch bekommen haben. Ist mittlerweile wieder 7:30. Das Gurkenstück is for you, my friend. Und ich mache jetzt gerade Essen. Ich habe das Gefühl, ich habe Hunger, ey. Und da war der Akku leer. Ich drehe hier gerade meine Bratwürste um. Ich habe auf jeden Fall so den Hunger, dass ich mich gar nicht mehr richtig konzentrieren kann. Deswegen, ich freue mich so extrem auf das Essen. Phil macht da gerade seine Steuern im Hintergrund. Falls ihr euch fragt, was die Influencer hier eigentlich immer an Steuern machen, ne? Also, ich kriege ja auch immer die Nachricht, hey, ich dachte, man hat vielleicht einen Steuerberater, wenn man ein bisschen mehr mit Steuern zu tun hat, haben wir auf jeden Fall auch. Sonst würden wir das gar nicht schaffen, aber... Also, du musst ja den ganzen Kladderadatsch raussuchen, ne? Genau. Und es hat nichts damit zu tun, dass man nicht organisiert arbeitet oder zu spät die Unterlagen zusammensammelt. Also wir speichern auch alles immer direkt ab, wenn irgendwas wegen der Steuer ansteht und heften das in unsere Ordner und so. Aber trotzdem muss man das so ein bisschen vorsortieren für den Steuerberater, welche Ausgaben wohin gehören, weil das halt vor allem in unserem Job halt immer nicht so ganz übersichtlich ist. Und ja... Phil sortiert hier gerade fleißig alles und sammelt alles zusammen. Schnelles Essen of the Day lieben wir. Gurke, da ist Tomatensalz drüber. Ich finde, Tomate schmeckt immer richtig gut mit, Gurke schmeckt immer richtig gut mit Tomatensalz. Dann Reis, Würstchen. Der Vormieter von unserer neuen Wohnung hat mich bei Instagram gefunden, hat mir geschrieben. Echt jetzt? Ja. Oh, krass. Der hat geschrieben, wir freuen uns, dass ihr die Wohnung bekommen habt. Liebe Grüße. Oha! Würdet ihr gerne unser Holz übernehmen? Wir haben noch ein paar Kisten da. Gerne könnt ihr auch vorher noch mal in die Wohnung, um Maße zu nehmen, weil kurz Rückmeldung würde uns freuen. Wie haben die uns denn gefunden? Vielleicht hat er hat auch das Profil seiner Frau angegeben. Und da ja deine Zielgruppe eher weiblich ist, vielleicht kannte sie dich ja. Ach, krass. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sam! Wow! Ein Leberwurstkuchen für dich! Für mich auch? Nee, für dich nicht. Du liebst, da gibt es kein Stück für. Du kriegst vielleicht deinen eigenen Leberwurstkuchen von mir. So, komm her. Du kannst dich sagen, jetzt mal nach Hause kümmern. Ja? Ja, ganz ruhig. Nee, High Five. Guck mal, springt er auch plötzlich. Ja! Oh, und vorsichtig, ne? Ja. Und er denkt sich so, es ist mein Geburtstag, was für High Five. Gib was mir mein scheiß Kuchen jetzt. Oh mein Gott, der ganze Boden ist voller Krümel. Aber scheint lecker zu sein. Ja. Hat geschmeckt? Ja, gibt's noch mehr von dem Geburtstagskuchen? Gibt heute noch ganz viel. Sam hat heute All You Can Eat. Wobei Sam so eine Angewohnheit hat, wenn er viel fressen bekommt, dann wird er richtig frech. Ja. Weil dann ist ihm alles egal. Denkst du, oh. Guck mal, wie ihm das schmeckt. Guck mal, der hat selbst Krümel auf dem Kopf. Du Schweinebacke. Und da ist er, hey, nicht so frech. Ja. Ich mach alles, was du willst. Naja. Na, Sam? Kleines Geburtstagsschwimmerchen gleich am Elbstrand? Hast du Bock? Es ist ja 8 Grad draußen. Aber wir haben hier bei uns schon die Heizung ausgemacht und sind hier gerade extrem gefroren. Also ich muss echt zugeben, es ist echt kühl in der Wohnung gerade. Komisch, ne? Aber da bei uns hier sonst, wenn in eine Glaswand die Sonne reinscheint, wir hier wegschmelzen, wissen wir nicht, wie wir richtig reagieren sollen. Das ist halt echt das Problem. Sobald einmal die Heizung aus ist und die Sonne da nicht mehr reinscheint, dann wird es auch kühl. Und wenn die Sonne reinscheint und die Heizung aus ist, ist es wie ein Tropenhaus. Und, kleiner Fun-Fact, immer wenn Cindy anfängt zu drehen, kommt die Sonne raus, es ist so stark blendet, dass sie eigentlich immer abbrechen muss. Ich musste gerade nochmal natürlich zurück zum Auto laufen, weil ich die Kamera vergessen habe. Und wir gehen jetzt erstmal was essen, weil ich jetzt bis gerade noch durchgearbeitet habe.
Die beiden stehen da schon und warten auf mich. Sam guckt auch so, als wenn er gleich was zu essen bekommt. Oder darauf hofft, was zu essen zu bekommen. Oh, ne? Sieht so schön aus. Das ist der Part, wo du sagen musst, wie schön Hamburg ist. Hamburg ist so schön. Wir haben zur Feier zu Sams Geburtstag gesagt, wir gehen jetzt eine Runde essen. Für uns essen? Für uns. Ja, wir haben halt so Hunger gehabt, weil wir ja früher Feierabend gemacht haben und deshalb nicht richtig einkaufen konnten. Und der Kühlschrank ist gerade leer bei uns. Und deswegen haben wir das gerade verbunden. Und das ist richtig schön. Was liebst du? Höppes heißt das, ne? Ja, Hoppes. Höppes. Höppes. Ja. Hoppes. Ja, Hoppes, da steht es draußen. Hoppes. Ist richtig gemütlich. Und wir haben ja alles für uns. Wir sind hier alone. Scheinfilet genommen. Und ich habe Land und Meer. Das ist hier Lachs. Steak. Und das ist, weiß ich nicht. Irgendein anderer Fisch, ne? Fies. Fies. Und Kartoffelsalat. Kartoffelbrei. Und immer noch die wunderschöne Aussicht. Schmeckt? Oh, der Fisch ist auch richtig gut. Ja. Oh. Na komm! Na, oh! Oh! Oh mein Gott, ich hab mich erschrocken! Wir verarschen mich! Oh, hast du Sand im Auge? Da ist kein Geburtstagsgeschenk versteckt. Hat die erstmal geblutet. Oh, du weißt genau, wenn wir dich verarschen, ne? Du kleiner Mann. Ja, ich weiß, was scheiße. Passiert nicht wieder. Komm, wir gehen weiter. Sam ist heute einfach. Na, komm mal her. Sam. An seinem Geburtstag so wild. Wie so ein kleiner Welpe stimmt er hier die ganze Zeit rum. Ist richtig süß. Phil meinte gerade, er glaubt, dass er noch seine mindestens 5 Jahre machen wird. Wir haben leider für den 1.4. jetzt wieder, sag mal, also wir haben jetzt eh nicht groß damit gerechnet. Das wäre nice to have gewesen, aber leider wurde uns abgesagt. Das heißt, es ist jetzt kein Nachmieter gefunden worden. Es wäre ja ein interner Umzug gewesen, weil jemand in der Wohnung einen Wasserschaden gehabt hat. Ja, das hat leider nicht geklappt. Das heißt aber auch für uns, dass wir jetzt entspannter umziehen können und keinen großen Zeitdruck haben. Und ich freue mich auf jeden Fall schon. Bald geht es dann mal in den Baumarkt. Wir wollten noch ein, zwei Wände auf jeden Fall streichen. Da kaufen wir was Schönes. Ich denke mal, das Ganze wird so in Richtung beige und taub gehen. Das Gute ist, Cindy und ich haben da eigentlich den gleichen Farbgeschmack, was das Thema angeht. Also was das Thema Einrichtung angeht, haben wir auf jeden Fall so gut wie nie Probleme. Weil wir da eigentlich relativ identisch sind. Ne? Ne. Guckt euch mal an, wie... Okay, das sieht man gar nicht auf der Kamera, aber Cindy ist richtig blau und lila von der Kälte. Und ich sehe aus wie ein richtig süßer Ostblock-Latino. Ja, mit einer roten Nase. Ja, nicht mal das. Guck mal. Ich bin ein richtiger Kernhamburger. Was haben wir da Schönes? Den Pool für Sam. Sind die da klein drin und wir müssen die gleich aufblasen, oder? Ich freue mich einfach schon so sehr auf unseren Umzug. Oh ja, das wäre richtig geil. Wir haben auch gerade schon ein Umzugsunternehmen kontaktiert und bekommen nächste Woche vielleicht einen Termin. Das wäre schon mal richtig gut. Und morgen gucken wir vielleicht nach dem Kühlschrank schon mal. Weil wir haben jetzt, also das ist ja ein Einbaukühlschrank. In der Wohnung haben wir keinen Kühlschrank, wir brauchen halt wirklich dringend einen. Ja, vor allem, wir machen auch wirklich 3 Kreuze. Weil dieser Kühlschrank, das ist ja einfach, der ist so richtig mini und alleine das Tiefkühlfach. Er ist halt so ein typischer Single-Kühlschrank, ja, ne? Wobei man sagen muss, ich finde gerade, wenn man auch alleine wohnt, also wer kann mit so einem Tiefkühlfach was anfangen? Also, das Tiefkühlfach ist so mini. Packst du eine Pizza rein, voll. Ja, und wir wollen jetzt ein... Jumbo Pumbo. Ja, der passt in die Küche. Mit Triple Double Doors. Ja. Zack. Oh mein Gott, Mama Platz. Das findet er geil, das sieht man ja sofort. Ich glaube,
glaube sogar, wenn man den so stehen lassen würde, würde er sich in der Nacht wahrscheinlich hier sogar reinlegen. Ist das gut? Wir sitzen hier jetzt alle vereint in Sams Pool. Und hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Wir nehmen euch jetzt am Wochenende wieder mit. Wir schon mal nach dem Kühlschrank gucken. Und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Video am Freitag wieder ein. Tschüss!